ich habe noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte. Diese Geschichte ist wahr und ist mir tatsächlich passiert. Ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff und da dachte ich erstmal, Kreuzfahrt, super Sache, bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte, ich war auf dem falschen Dampfer und Seekrankheit kennt keinen Respekt vor der Approbation. Es war nicht lustig. Endlich fester Boden unter den Füßen. Ich ging in Norwegen in den Zoo und sah dort auf einem Felsen einen Pinguin stehen. Und ich dachte, was für ein armes Würstchen. Pinguin, zu kleine Flügel, untersetzte Statur. Und irgendwie hat der Schöpfer bei ihm auch noch die Knie vergessen. Fehlkonstruktion, klar. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm. Und da dachte ich nur noch, boah, ey. Pinguine sind hervorragende Schwimmer, die sind so gut geeignet, im Wasser sich schnell, wendig, mit Spaß zu bewegen, dass sie mit der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen können. Das ist besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge, wie schnell ich Urteile fälle und wie ich damit komplett daneben liegen kann, gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation gesehen habe. Und das Zweite, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen ändern sich nämlich nicht komplett und grundsätzlich. Wenn man als Pinguin geboren wurde, machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und ein guter Therapeut, davon gibt es auch viele, wird deswegen nicht lange darüber reden wollen, warum man gern so einen langen Hals hätte, was es mit der Kindheit zu tun hat und im Fall des Großvaters und das erstmal aufstellen. Nein, der wird dich fragen, wer bist du, was kannst du, was willst du, was sind deine Stärken? Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herumzudoktern. Und wenn sie immer denken, ja, ich müsste aber so sein wie die anderen, ein kleiner Trost. Andere gibt's schon genug. Alles, was von uns gefordert ist, ist, uns zu kennen und zu gucken, ob ich dafür in der guten Umgebung bin. Und wenn ich Pinguin bin und in der Wüste mich aufhalte, dann liegt's nicht an mir, wenn's nicht flutscht. Ich muss nur kleine Schritte machen zu meinem Wasser. Und dann muss ich springen, dann weiß ich, wie sich das anfühlt, in meinem Element zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das immer wieder weiß. Und ich wünsche es Ihnen auch von Herzen. Ich war auch gerne der Klinikarzt. Eine meiner Schwächen ist aber, ich bin so ein bisschen kreativer Chaot. Das ist dort ungünstig. Eine meiner Stärken ist aber, ohne einen festen Text, beim freien Formulieren auf neue Ideen zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Mit anderen Worten, heute nutze ich mehr von meinen Stärken, meine Schwächen fallen weniger ins Gewicht. Und das ist nur ein kleines Beispiel, was Sie motivieren soll, Ihrem Pinguin auf die Spur zu kommen und treu zu bleiben. Und mein Pinguin grüßt Ihren Pinguin und wünscht Ihnen viel Zeit in Ihrem Element.